Wir müssen diese Woche über CETA reden. Es hätte alles so einfach sein können. Das EU-Parlament hätte über CETA entscheiden können. Über 700 gewählte Abgeordnete, die sich auskennen. So einfach hätte es sein können. Doch einfach geht in Europa gerade nichts. Aldi. Einfach ist mehr. Einfach ist mehr. Das ist eine völlig richtige Anmerkung. Wir wissen das spätestens seit Donald Trump, dass einfach immer mehr ist. Je einfacher, desto besser. Je einfacher die Antworten sind, desto besser ist es immer. Grundregel Nummer 1. Aber worum geht es jetzt genau? Es geht um das Freihandelsabkommen CETA, das zwischen der EU und Kanada ratifiziert werden soll. Am Donnerstag soll das passieren. Und man könnte jetzt sagen, wer die Geschichte, die jetzt kommt, bei Ups die Pan-Show einsendet, kriegt garantiert 250 Euro. Denn es ging nicht alles gut bei der Ratifizierung. Jetzt ist natürlich die große Frage, was steht denn jetzt CETA noch im Weg? Ich dachte, die sind in Europa alle dafür. Das steht denen im Weg? Das sieht aus wie der Ratssaal von Castrop-Rauxel. Warum steht denen das denn im Weg? Ach, das ist das Regionalparlament der Wallonie. Und die haben sich jetzt gegen CETA positioniert? Wer ist denn da verantwortlich dafür? Wer ist denn da Ministerpräsident? Das ist das Wappen der Wallonie. Aber es ist schon ziemlich bezeichnend, dass eine Region mit einem Geflügel als Wappen gegen das Freihandelsabkommen CETA ist. Die sind garantiert auch gegen TTIP, denn dann wird sich wahrscheinlich das Huhn im Wappen bleichen durch das ganze Chlor, was dann nach Europa kommt. Aber wer ist denn jetzt Ministerpräsident der Wallonie? Das ist dieser charmante junge Mann, der sich jetzt gegen CETA öffentlich auch positioniert hat. Er und sein Parlament in seiner Region sind gegen CETA und haben damit die kanadische Handelsministerin Freeland ordentlich an der Nase herumgeführt. Und die war ganz schön sauer. Ja, kurz nach 16 Uhr ist die kanadische Handelsministerin aus dem Regierungssitz in der Wallonie herausgetreten. Und sie hat erklärt, dass man in den letzten Monaten und Jahren sehr, sehr viel gearbeitet habe, aber dass die Gespräche gescheitert sind und am Ende sind. Sie hat gesagt, dass die EU offenbar nicht in der Lage ist, einen internationalen Vertrag abzuschließen, auch nicht mit einem so europäischen Land wie Kanada, einem Land, das so geduldig in den Verhandlungen war, das auch sehr freundlich gegenüber den Belgiern nochmal war. Die kanadische Delegation hat beschlossen, nach Hause zu fahren. Sie sagten, sie seien sehr enttäuscht und das sei eine verpasste Gelegenheit. Auf der anderen Seite steht Magnet, der neue Star, der neue Superstar aller CETA- und TTIP-Gegner. Er entwickelt sich weltweit zum Star der CETA-Gegner, der belgische Regionalpolitiker Paul Magnet. Er erklärt im Provinzparlament von Namur heute noch einmal, warum er CETA ablehnt. Die EU hatte Angebote gemacht, doch die reichen den Wallonen nicht. Und ohne das Ja von Magnet kann Belgien dem Handelspakt nicht zustimmen. Aber wie kommt er denn darauf? Wieso ist er denn gegen CETA? Kann er das irgendwie stichhaltig begründen? Wir sind nicht gegen internationalen Handel und nicht gegen Kanada, aber wir wollen, dass im internationalen Handel des 21. Jahrhunderts Normen für Soziales, Umwelt und den Schutz der Arbeitnehmer festgelegt werden, die höher sind als die der Vergangenheit. Okay, das klingt erstmal relativ plausibel. Was sagt denn der Vizeparlamentspräsident der EU, Graf Lambsdorff, dazu? Die Sozialistische Partei, die Sozialdemokraten in der Wallonie, haben sich an der Stelle radikalisiert. Ich habe eine Kollegin aus dieser Partei im Handelsausschuss im Europäischen Parlament. Die stimmt gegen alles, was mit Freihandel zu tun hat. Das geht auch wirklich gar nicht. Die Pommesfresser da in Belgien sind auf einmal für Verbraucherschutz und gegen Interessen der Großkonzerne und für Umweltschutz. Wer kommt denn auf Umweltschutz? So war das nicht abgesprochen. Und da stellt sich natürlich auch zu Recht die Frage, wer möchte mit dieser EU noch in solche Verhandlungen eintreten, wie sie jetzt Kanada erlebt hat? Wer möchte mit einer EU verhandeln, in der ein Präsident, ein Ministerpräsident von 3,6 Millionen Belgiern gegen ein komplettes Freihandelsabkommen eintreten kann? Wer möchte mit so einer Region verhandeln? Wer möchte mit so einem Kontinent, mit so einem Verbund verhandeln? Da hat die Regierung der Wallonen mal eben mehr Eier bewiesen als die komplette SPD. Aber wieso kann der denn da überhaupt entscheiden über CETA? Wieso geht das? Wer ist denn dafür verantwortlich? Sigmar Gabriel ist hier an allererster Stelle zu nennen, aber auch Martin Schulz, der seinem Parteivorsitzenden die Stange bei der Fehlentscheidung gehalten hat, hier die nationalen Parlamente, alle 42, an einer europäischen Entscheidung zu beteiligen. Wir sehen ja, was dabei herausgekommen ist. Also wirklich, wie kann man in so einer Frage die Parlamente befragen, die
relativ nah am Bürger dran sind. Wieso macht man das? 42 Parlamente, das stinkt nur zum Himmel nach Demokratie. Das geht gar nicht. Wieso macht man sowas? Da könnte das Abkommen doch scheitern. Wo kommen wir denn dann hin als FDPler? Entgegen dieser Ansicht von Graf Lambsdorff stellt sich der große deutsche Sozialdemokrat Horst Seehofer. Man kann in so wichtigen Dingen einfach nationale Parlamente nicht umgehen. Ich habe das nie verstanden und Gott sei Dank sind sie jetzt zur Vernunft gekommen. Unglaublich, dass es so weit in der EU gekommen ist, dass man mit Horst Seehofer argumentieren muss. Ich glaube, das ist der Untergang Europas. Man muss mit Horst Seehofer argumentieren, das kann nicht lange gut gehen, da bin ich mir ganz sicher. Aber Herr Lambsdorff, macht nochmal klar, wer gegen ein Freihandelsabkommen ist, der ist ein Radikaler. Der einzige Grund, warum überhaupt über CETA, das Abkommen mit Kanada, geredet wird, ist ja, dass es eine Kampagne von Compact, von Attac, der Grünen und der Linkspartei gegen TTIP gegeben hat. Und als die das angefangen haben, haben die irgendwann gemerkt, ach du liebe Güte, mit Kanada gibt es ja schon ein Abkommen, und haben dann gesagt, da sind wir dann auch dagegen. Auch Kanada hat doch nicht das geringste Interesse, irgendwelche Standards abzusenken. Die sind im Grunde ein Kollateralschaden einer linksextremen Kampagne gegen TTIP gewesen. Wirklich, diese ganzen, das ist doch die Radikalisierung schlechthin. Ist die Polizei auf dem linken Auge blind? Warum machen die denn da nichts? Diese ganzen TTIP-Gegner, die ganzen CETA-Gegner, selbst die Politiker sind da radikal geworden. Warum macht man da nicht mal was? Hat der Verfassungsschutz, ist der eingeschaltet? Das geht doch gar nicht so. Ich möchte an dieser Stelle Herrn Magnett danken und seinem Parlament natürlich. Ich möchte ihm zum einen dafür danken, und das ist ein großer Gewinn für seine Region. Wenn man Wallonie bei Google Bilder eingibt, ist bereits das 16. Bild ein Bild einer Anti-TTIP, Anti-CETA-Demonstration. Ich finde, das ist für eine Demokratie ja eine gesunde Außendarstellung und promomäßig auf jeden Fall ordentlich einen Schritt nach vorne. Ich möchte jetzt da auch Urlaub machen demnächst in der Region. Und er hat natürlich aus der Wallonie, aus dem Saarland Belgiens, was eher bei Gefahr mal abgeworfen wird, eine widerstandsfähige Region gemacht. Eine, die sich dagegen stellt, die auch mal Kante zeigt. Und ich würde ganz klar sagen, die Verliererin dieses ganzen Spektakels ist Frau Freeland, ich mache es immer wieder falsch, die erst für die SPD nach Wolfsburg fahren musste, um da den SPD-Konvent zu überzeugen und dann mit dem wallonischen Ministerpräsidenten über das Abkommen verhandeln muss. Die ist die Verliererin der Woche, würde ich sagen, wenn ich bei der Bild-Zeitung arbeiten würde. Wahrscheinlich wird die so schnell nicht wieder nach Europa kommen. Ich möchte Herrn Magnett für seinen Einsatz an den Bürger, möchte ich vor allem, weil er sich für Bürger einsetzt, möchte ich ihm die goldene Burger King-Krone verleihen. Die goldene Burger King-Krone für das Erwidern von Interessen der Großkonzerne. Vor allem, weil Burger King seinen Sitz schon nach Kanada verlegt hat, um von CETA zu profitieren. Ich möchte ihm danken dafür und ich wünsche ihm alles Gute auf dem weiteren Wege. Und wir sehen uns in der Wallonie.